Hallöchen zurück, Freunde, im nächsten Teil. Ich hoffe, das hat im letzten Teil noch so hingehauen mit der Länge. Ich werde jetzt noch einen Teil machen und das dann auch erstmal wieder hochladen. Ja, deswegen weiß ich noch nicht, ob es gepasst hat. Ich hoffe es aber mal. Ich denke, wir sind auch jetzt ja fertig. Mein Motorrad. Halt die Klappe. Und daher schwingen wir uns nun mal auf unser Motorrad. Tja, wohin jetzt? Wladimirs Haus zurück oder zum Museum? Würde sagen, Gruber meinte, genau. Er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Was? Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Wie, die legt sich pe... Ah, okay. Ich bin schon still. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal, solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kansky am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Tja, wollen wir mal gucken, ne? Der war da oben und dann da rein. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Ja, klar. Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein, er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten, auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also, 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien. Angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen.
Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Tja, möglich ist es. Also ich meine, dass sie zurückgekommen sind und ihn dann gekillt haben. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA60AK19AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Hä? Der hat gar nichts in der Hand gehabt. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, es später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Tja. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Hm. Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem. Ich werde hier warten. Ah, das heißt, ich kann mich hier umsehen? Ja, es heißt das. Okay. Was? Zwei Sachen nur? Der Totem und der Kühlschrank? Wenn ich Sachen aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Okay, was mit dem Kühlschrank? Mal sehen, was wir da so finden. Das alles? Was ist das? Gips oder was? Mehl? Gipstüte. Säureflasche? In dem Diadem fehlen drei Steine. So sieht es eher unscheinbar aus. Trotzdem scheint es meinem Vater sehr wichtig zu sein. Ich sollte herausfinden, warum. Das Schild ist nicht mehr lesbar. Wenn ich nach dem Totenkopf und sonstigen Symbolen gehe, scheint das Zeug aber extrem ätzend zu sein. Hm. Trockengips. Da steht drauf, er soll mit Wasser und Pflanzenöl angerührt werden, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Pflanzenöl? Gips mit... Moment mal. Gips soll mit Pflanzenöl ange... Das habe ich ja noch nie gehört. Aber apropos, haben wir sowas nicht? Da tropft eine ölige Flüssigkeit raus. Aha! Ich quetsche mal ein bisschen was von diesem öligen Schleim in die Schale. Okay. So, das heißt, jetzt habe ich das damit. Und was soll ich dann damit? Was das denn? Sind wir hier am Bahnhof, oder was? Hm. Und dieses Auge, können wir das irgendwie nehmen? Wo, da? Ach nee, das kann ich nicht. Ich kann es nicht anklicken. Okay. Was ist, wenn ich mit irgendwas... Die Radspeiche vielleicht? Ne, Bleistift eher weniger. Kann ich das vielleicht da irgendwie rauskratzen? Wie sagte das doch eben? So. Die Speiche ist zwar abgebrochen, dafür kann mich das Ding jetzt nicht mehr so böse anstarren. Tatsächlich. Kann nur hoffen, dass Max das nicht auffällt. Eine rote Glasperle. Zumindest glaube ich, dass es Glas ist.
Passt sie dann hierzu? Das Ding passt da nicht so richtig rein und fällt immer wieder raus. Aha! Eine rote Also, ja. Dafür vielleicht den Gips? Hoffentlich weiß ich genau, was ich da tue. Das Diadem ist jetzt jedenfalls nahezu jeglicher Schönheit beraubt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Geil! So, aber ich hab doch hier noch einen gehabt, oder? Da den. Vielleicht mit der Säure? Klar, nur weil auf der Säure irgendwas mit Ätzend steht und ein Totenkopf abgebildet ist, muss mich das ja nicht interessieren. Er braucht schon Hände. Ach ja, Entschuldigung, ja. Dann tust du doch einfach in den Glaskolben. So, und den jetzt damit? Ich werde den Stein mal in die Säure legen. Mal sehen, wie er reagiert. Die Säure scheint ganze Arbeit zu leisten. Der Stein zersetzt sich langsam. Ich sollte ihn nur rechtzeitig wieder aus der Säure nehmen, sonst ist dieser undefinierbare Einschluss auch gleich mit weggeätzt. Genau, und wie nimmst du den raus aus der Säure, wo wir nochmal auf deinen Finger zu sprechen kommen? Sondern das? Ja, du musst es halten. Passt auch. Und das bestimmt die letzte, oder? Ich glaube nicht, dass eine gelbe Schabe als Diamant, Rubin oder Smaragd durchgehen würde. Da müsste mein Vater schon extrem farbenblind sein. Ja, schade. Die Farbe passt nicht. Keiner der ursprünglichen Edelsteine war blau. Ja. Und gelb vielleicht? Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Hä? Sie schimmern jetzt grünlich. Also doch. Ich hoffe, das Ding ist an der richtigen Stelle. Sobald der Kitt trocken ist, werde ich es nur noch mit roher Gewalt abkriegen können. Ha! Bin ich gut. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Ah! Meine Ersatzjuwelen sind zwar nicht wirklich schön, aber Bastelarbeiten waren noch nie meine Stärke. Ja, super Kunstunterricht. Vielleicht irgendwie was mit Licht, dass da Licht einfallen muss? Hier habe ich jetzt jedenfalls nichts mehr, also müssen wir wohl hier raus. Haben wir hier irgendwas mit Licht? Moment mal, wir hatten doch unten in der Halle die eine Lampe, oder? Genau, die hier, die... Sie bringt ein wenig Licht ins Dunkel. Vielleicht damit, dass der Schein... Lass ich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Du sollst ihn nicht ausmachen, du... Das ist jedenfalls die einzige Lampe hier. Ob ich jetzt erleuchtet werde? Wow, es hat funktioniert. Ja! Freunde, ich sehe aber gerade die Zeit. Die Zeit hängt mir im Nacken. Ich werde jetzt Schluss machen. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt hier passiert, um dann wieder nichts zu überziehen. Mache ich, wie gesagt, hier Schluss, bearbeite dann die zwei Teile und hoffe, dass jetzt auch alles in Ordnung ist mit Sound, Grafik und so weiter, tralala. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder mit neuen, spannenden Abenteuern mit Nina und mir. Also, bis dahin, NRW bei 18, adieu.